So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ah ja, immer wieder sonntags. Ja, da kommt es das Deck für die Botschaft vom Wunschpartner. Wir wollen immer sonntags mal reinschauen, welche Energien umgeben denn ja dein Herzblatt da gerade eben. Was ist da so los? Was ist in seinen Gedanken los? Was ist in seinen Gefühlen los, in seiner Gefühlswelt los? Na, ist da Sehnsucht, Traurigkeit, Einsamkeit oder ist da, oh Gott, ich habe einen Kater? Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Genau, und ich hoffe natürlich, euch geht's gut oder dir geht's gut, bist schön in deinen Sonntag hineingestartet. Ja, wie weiß ich nicht, wie du deinen Sonntag startest. Ich starte meinen eigentlich wie immer. Ich stehe auf, wandle hinunter, trinke erstmal zwei Kaffee und muss dann mal schauen, was ist überhaupt für ein Wochentag, bis ich dann mal wach werde. Das dauert immer so ein bisschen länger bei mir. Keine Ahnung, woran das liegt, aber gibt ja auch Menschen, die wachen früh um 6 Uhr auf und sind topfit. Ja, und dann gibt es eben solche wie mich, die müssen da erstmal wahrscheinlich habe ich einen Dieselmotor in mir, der braucht immer so ein bisschen Zeit, bis er dann mal warm geworden ist. Aber ja, jetzt bin ich fit, fresh, unrasiert. Ja, das steht heute auch noch an. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal in die Karten schauen. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Ich bin mal gespannt, weil die Botschaft vom Wunschpartner, die gibt schon immer gut Hinweise, Aufschlüsse. Was ist gerade so bei ihm los? Ist vielleicht gerade auch ein guter Moment, mal eine Aktion zu starten, in seine Richtung etwas zu tun. Na, das sind alles so Sachen, die darf man sich da schon mal anschauen. Und da wollen wir mal gucken, ja, dass wir auch eine schöne Dekoration haben. So, also, ja, das ist natürlich das Reading der Woche, wo wir nur ihn rauslegen. Wir wollen natürlich hier eine allgemeine Botschaft haben. Was umgibt ihn denn allgemein so? Hier schauen wir dann mal seine Gedankenebene an, der Gefühlsebene da drüben, da unten natürlich dann Hinweise, Impulse und Tendenzen für die nächste Zeit. Und da würde ich ganz einfach sagen, ja, wir schauen doch da mal rein, was gibt's denn da so Schönes zu sehen? Okay, und wir haben eine Karte. Aha. Gut, da haben wir jetzt die sieben Münzen. So, und das ist natürlich eine Karte, da geht es so ein bisschen drum ums Wachstum. Ja, etwas gedeiht, etwas wächst vielleicht auch langsam. Das ist auch so ein bisschen der Mann, der da steht, ja, der hat schon auch das Vertrauen, dass da was draus entstehen kann, dass da etwas wächst. Aber natürlich, was kennt man denn so von Pflanzen? Die wachsen natürlich auch langsam. Na? Also da schaut sich einer die ganze Geschichte so ein bisschen an und schaut. Sagt, ich habe Zeit, ich kann warten, ne, ich habe es jetzt irgendwie auch nicht eilig. Ne, kann ja sein, dass du so einen Kollegen da an der Backe hast, der da auch keine Eile hat, in die Partnerschaft zu gehen. Also wenn sich das bei dir irgendwie ungewöhnlich lange hinzieht, dann kann ich dir schon sagen, ja, das ist einer, der überschlägt sich da jetzt nicht unbedingt gleich, wenn es darum geht, in die Partnerschaft zu gehen. Also er hat Zeit und ich glaube, er beobachtet dich auch so ein bisschen und schaut, ja, wie entwickelt sich das denn? Wie bist du denn? Na, wie verhältst du dich denn hier und da so? Gibt sogar Männer, die beobachten die Frau, wie sie sich verhält, wenn er sich zurückzieht. Was tut die? Wendet die sich ab? Ist die weg? Ja, das sind auch interessante Themen, dass ein Mann die Frau da schon studiert. Aber es geht natürlich hier erstmal bei ihm tatsächlich gerade eben ums Ankommen. Da ist die Geduld, da hat er schon Zeit. Es geht aber tatsächlich schon ums Ankommen, der Anker. Auch Stabilität, halt Festigkeit kann natürlich sein, ja, dass er gerade in seinem Kopf irgendwie auch die Idee hat, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die Partnerschaft ist, die ich mir so vorstelle. Ich will dich aber auch nicht weggeben, abgeben. Ich bin da schon bei dir, aber irgendwie habe ich auch die nötige Zeit, um mir das mal anzuschauen. Also er investiert schon Zeit in dich, in euch, indem er sich zumindest schon mal seine Gedanken darüber macht. Wenn auch langsam, na? So, und da haben wir natürlich jetzt auch mal, ja, die Würfel. So, Würfel, klar, eine Karte. Da steht noch eine Entscheidung aus. Also diese Hauptenergie, die ihn da gerade umgibt, die sagt schon sehr klar aus, okay,
Ich habe Geduld, ich warte oder er wartet und schaut sich das Ganze an. Kann ich hier ankommen in der Liebe? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, also da geht es schon ganz, ganz stark darum, dass bei ihm über kurz oder lang mal eine Entscheidung aussteht. Zumindest heute an diesem Tag oder wann auch immer du das Video siehst, geht es bei deinem Wunschpartner gerade darum, was mache ich denn jetzt? Ich lasse mir lieber mal noch ein bisschen Zeit. Na? So, Würfel natürlich auch so eine Karte für Unsicherheit. Ne? Also ist ja klar, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, dann nimmt man sich natürlich schon auch Zeit. Also glaube vielleicht sogar hast du da ein Herzblatt, der sich nicht immer blindlings in eine Partnerschaft hineinstürzt, sondern der schaut sich die Sache schon genauer an. Das ist natürlich auch ist was Gutes eigentlich. Ne? So, jetzt schauen wir natürlich mal in seine Gedankenebene. Was denkt er? Was macht Klein Egon? So, da haben wir jetzt hier, ist schön, der König der Kelche. Das ist natürlich eine Personenkarte. Da geht es auch darum, dass einer schon weiß, was er will. Also ich glaube, der weiß schon, was er sich in einer Beziehung vorstellt. Ne? Und du kannst in einer Partnerschaft nie zu 100% alles haben. Ne? Da gibt es vielleicht so 80, 90% passt und 10, 20% sind dann eben immer so, naja, der ist halt so oder die ist halt so oder da muss ich mich irgendwie damit arrangieren oder man passt sich dann eben an, ne, aneinander, das ist auch klar in der Partnerschaft. Aber mit dem König der Kelche, ja, ist eigentlich eine Gefühlskarte, aber gut, wir sind hier in der Kopfenergie unterwegs. Ich glaube, der weiß schon, was er will und ich glaube, der will auch Sicherheit haben. Der will in der Partnerschaft die Sicherheit haben, dass er hier ankommen kann, dass er angekommen ist und dass er da ja sich nicht in eine Partnerschaft begibt, die von Anfang an irgendwie eine Baustelle ist, ne, oder wo er sich nicht so ganz sicher ist, was er will. Deswegen haben wir hier oben, er nimmt sich schon die Zeit, da steht eine Entscheidung aus, es geht ums Ankommen, weil er weiß eigentlich schon, was er will. Jetzt ist er wahrscheinlich dabei und überlegt gerade, okay, grundsätzlich passt es ja. Das ist der große Batzen. Der kleine ist, da ist irgendwas, was ihn vielleicht stört, was ihn davon abhält, in die Partnerschaft zu gehen. Aber da ist er wahrscheinlich gerade dran, dabei zu überlegen, kann ich damit umgehen? Ist das für mich okay? Wenn dies und das nicht so ist, wie er sich es vorstellt, das ist natürlich auch eine ganz normale Überlegung. Und manch einer, der lässt sich da halt auch mal ein bisschen länger Zeit, na? Oder der zieht sich dann eben auch zurück für die Entscheidungsfindung, na? Also, ja. Männer sind komisch, Frauen können aber auch komisch sein, ne? Ich sage es ja immer, die Männer, die hier zuschauen, die drehen sich das natürlich gerne einfach um, ne? Dann ist das die Wunschpartnerin, die machen das alle mega. Von daher, ja, ist er jetzt auch hier gefallen. So, er weiß, was er will. Es geht ihm auch um sich selber. Na, also ich würde hier fast sagen, so erkennst du, ob er sich nur Zeit lässt oder ob du uninteressant bist. Na? In diesem Reading jetzt hier auf jeden Fall kann ich dir sagen, bist du nicht uninteressant, weil er macht sich hier schon Gedanken ums Wachstum und hier steht auch die Entscheidung aus, auf dich zuzugehen. Und da geht es natürlich auch um ihn. Das dürfen wir ihm jetzt aber auch gar nicht übel nehmen. Ja? Ich sage hier immer, du sollst immer erstmal schauen, dass es dir gut geht, ne? Dass du deinen Weg gehst, dass du in deiner Leichtigkeit bist und verbieg und verstell dich bloß nicht. Und von daher darf er das schon auch. Aber gut, jetzt geht der Ringelreihe weiter. Was passiert, wenn man zu viel denkt? Klar, man kommt ins Zweifeln. So, das sind die Ruten jetzt dann auch schon gefallen. Das ist Zweifel, das ist Selbstzweifel, das ist vielleicht auch so ein innerer Konflikt. Wenn dein Herzblatt schon Gefühle für dich hat, was da ja eigentlich sichtbar ist, aber auf der anderen Seite nicht wirklich weiß, was er will, dann hat er schon einen inneren Konflikt. Also ich glaube, er schaut sich gerade Dinge an, mit denen er umgehen muss, wenn er mit dir in der Partnerschaft ist. Das kann auch seine eigenen Themen sein, was er anschauen darf, ja. Aber auf der anderen Seite ist er gerade damit beschäftigt, zu schauen, wo weiß ich noch nicht so genau, ob ich zu dir will und kann ich das lösen oder kann ich damit leben? Also das ist eigentlich ist okay, die Energie, die er da im Kopf hat, weil die Ruten wundert mich nicht, dass die gefallen sind, weil ja,
Wenn man zu viel rumdenkt, dann kommt man natürlich ins Grübeln, dann kommt man ins Zweifeln und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr so richtig, was ist denn hier los. Aber noch weiß er auf jeden Fall, was er will. Okay, wir schauen mal weiter. Wir brauchen eine Karte, wir schauen mal in seine Gefühlsebene hinein. Was fühlt er denn so? What a feeling. So, und da, oh, jetzt haben wir die Königin der Stäbe. So, und wenn er ins Gefühl reingeht mit der Königin der Stäbe, weiß er, dass er hier eine souveräne und verantwortungsbewusste Frau mit dir haben kann. Oder das ist das, was er will. Ich glaube, das ist, jetzt, wenn ich mir mal so ein Bild von ihm mache, ich glaube, das ist ein Mann, der nimmt sich gerne mal Zeit im Kennenlernen, der entscheidet dann in Ruhe. Das ist ein Mann, der weiß, was er will. Das ist ein Mann, der ist noch nicht so ganz bei dir, weil er jetzt hier gerade noch am Überlegen ist. A, ich weiß schon, was ich will. B, ich kann nicht alles haben, was ich mir vorstelle. Oh Wunder, das ist halt einfach so. Und im Herzen geht es bei ihm schon darum, dass er eine verantwortungsbewusste, lebensfrohe, souveräne Frau an seiner Seite hat. Das heißt jetzt natürlich schon wieder für dich, kleiner Tipp als Mann, wenn du das Gefühl hast, oh, ich laufe dem ja hinterher und der weiß ja eh immer, dass ich was von ihm will, dann darfst du schon mal ein bisschen mehr Königin der Stäbe sein. Ja, sei die Königin der Stäbe, sei auf jeden Fall souverän, sei lebensfreudig, sei nicht, ja, vermittel ihm nicht das Gefühl, dass du ihm hinterherläufst, vermittel ihm auch das Gefühl, dass du verantwortungsbewusst bist und dass du auch sagen kannst, ja gut, also wenn du nicht so richtig weißt, was du willst, ich bin souverän, ich stehe mitten im Leben, ich kann auch weitergehen. Na? Ich glaube, weil in seiner Gefühlsebene geht es da schon stark um das Thema, ich brauche eine Frau an meiner Seite, die auf jeden Fall mal mit beiden Beinen im Leben steht, die auf jeden Fall mal weiß, was sie will und eine, die auch nicht alles mit sich machen lässt. Na? Also das ist ganz wichtig. Lauf ihm nicht hinterher, weil er steht hier total auf souveräne Frauen. Der steht total auf Frauen, die ihre Sachen sagen. Und ich glaube, der steht auch auf Frauen, die ihm so ein bisschen mal sagen, wo es lang geht. Ne? Wenn du ihm das Gefühl gibst, okay, ich weiß eh schon, was ich will. Was ist denn mit dir eigentlich los? Wieso weißt du denn nicht, was du willst? Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Weil in seiner Gefühlsebene, ja, da ist die Liebe da, die gilt natürlich auch die. Und da ist auch so ein bisschen, sehe ich da das Verlangen da nach einer Frau, die mitten im Leben steht und die sich auch gern mal selber zurückzieht, die auch mal sagt, pass auf, das mit dir tut mir wirklich leid, es wäre schön gewesen, aber es dauert mir irgendwie zu lang. Kannst du mir vielleicht in etwa sagen, wie lange du jetzt da noch am Rumüberlegen bist, weil meine Lebenszeit ist ja auch begrenzt. Na, das wäre zum Beispiel mal eine Sache, aber ich sehe schon, der steht hier auf Stabilität. Das haben wir jetzt hier schon beim Anker gesehen. Wenn ich bei ihm in die Gefühlsebene heute reinschaue, er möchte dir hier schon sagen, die Stabilität, die Basis ist ihm wichtig, ja, dass da Liebe da ist. Die Königin der Stäbe, ja, das wünscht er sich von dir, dass du vielleicht eine Königin der Stäbe bist und ihm auch mal zeigst, pass auf, wenn du nicht klarkommst, dann nehme ich dich auch gern mal bei der Hand und führe dich durch. Na, ich glaube, das braucht er auch. Und gib ihm bloß nicht das Gefühl, dass er dich eh haben könnte, wenn er will. Also das wollen wir natürlich auch mal vermeiden. Wir schauen jetzt nochmal Hinweise, Impulse und Tendenzen an für die nächste Zeit. Was kriegen wir da noch? Eine schöne Karte, das ist der Stern. Für mich in erster Linie ist der Stern mal so eine Karte, wo ich sage, da geht es um alles wird gut, das Hoffnung, das Zukunft, das ist Harmonie, dass ihr euch beide aufeinander einschießt hier. Der König der Kelche mit der Königin der Stäbe, geht das gut? Na, das ist wahrscheinlich. Das ist der Titel im Thumbnail wahrscheinlich, der König der Stäbe und der Kelche und die Königin der Stäbe.
Ja, nimm ihn ruhig mal mit, weil das, was ich zu dir gerade gesagt habe, kann tatsächlich hilfreich sein, wenn wir jetzt hier den Stern haben. Der Stern, da geht es ja wie gesagt darum, dass alles gut wird. Es wird sich schon eingrooven, da wird sich schon ein Weg finden lassen, weil ich nehme ihn schon ein bisschen sehr im Zweifel wahr, ne? Also wenn du jetzt dein Herzblatt an der Backe hast und sagst, ja, der ist wirklich dauernd irgendwie am Zweifeln, dann denkt der einfach zu viel. Und wir schauen mal, was man da noch sieht. Ja, die Uhr, die sagt mir auch immer, es ist etwas an der Zeit. Ja? Also es ist, glaube ich, hier an der Zeit, dass es hier einen Einklang gibt, dass es hier Hoffnung auf Zukunft miteinander gibt. Ich denke mal, dass du ihn hier irgendwie auch unterstützen kannst. Ich nehme ihn da gerade sehr, sehr im Denken wahr, um Themen, wie wohl was wird. Und wenn man mal anfängt, darüber zu denken, wie wohl was wird, ja, dann ist das schon schlecht. Na? Man soll ja auch immer Liebe fühlen und nicht Liebe denken. So, und da tauchst jetzt auch du auf. Das ist ja die Botschaft von ihm an dich. Und das heißt also, da bist du in den Tendenzen gefallen mit der Karte, dass alles gut wird und der Uhr, dass es Zeit ist. Also das ist eine schöne, schöne Botschaft, weil wir haben hier nämlich noch den Brief. Das ist die Kommunikation, die jetzt da auch mal in die Richtung gehen darf, Mensch, komm, was hindert dich denn jetzt noch daran, mal in die Partnerschaft zu gehen oder das Kennenlernen noch mal zu starten, ne? Raus aus dem Zweifeln kommen, weil du, lieber Mann, bist schon wieder viel zu viel am Denken. Ne? Lass mal deinen Gefühlen freien Lauf. Da haben wir ja noch die vier Stäbe. Das ist ja auch so eine Glückskarte im Deck, dass wir hier eigentlich schöne Energien haben. Wenn ich die Botschaft vom Wunschpartner anschaue und sage, gib mir mal ein paar Infos. Ja, der lässt sich schon Zeit. Er lässt sich wahrscheinlich momentan zu viel Zeit. Es geht ums Ankommen. Es geht um Unsicherheiten, Entscheidungen. Es geht um ein bisschen um Zweifel. Und du kannst jetzt hier auch schön herausfinden, bist du uninteressant oder lässt er sich einfach nur Zeit? Also es ist eine schöne Legung. Und von daher sage ich doch ganz einfach mal, ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Jetzt gibt es ja dann noch im Mitgliederbereich das große Deck mit der Verlosung und für die nächste Woche. Was geht denn da so ab? Also wenn du möchtest, komm gerne dazu in den Mitgliederbereich. Und ansonsten, ja, bleib gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!